Schönen guten Abend. Willkommen zu Brandenburg aktuell am Sonntag. Schwer was los in der Atmosphäre. Überall Unwetter von Brandenburg bis zum Bodensee. Gleich unser erstes Thema. Sägen, Pumpen, Räumen, Dauereinsatz für die Feuerwehr nach dem Unwetter. Dicht an dicht, Ärger über volle Urlaubszüge und Ziel Bundestag, Alexander Gauland in unserem Sommerinterview. Ein Wochenende, an dem mal wieder das Wetter die erste Geige spielt und dabei so einiges aus dem Takt bringt. Hunderte Flugpassagiere konnten nicht in Schönefeld landen, Parkhäuser liefen voll und sogar eine Autobahnsperrung geht auf das Konto der schweren Sommergewitter, die bis in den Abend unsere Region überzogen. Keine Atempause für die Feuerwehr, die auch schon heute wieder raus musste. Michael Nowak mit einer Bilanz. Wasser, wohin das Auge reicht. Ob bei der Autofahrt durch Frankfurt-Oder oder beim Blick vom Balkon in den Ahrensfelder Bergen. Die Videos unserer Zuschauer sprechen für sich. Am Wochenende sind in einigen Landesteilen erneut enorme Regenmengen gefallen. Auch heute am Sonntagmorgen zog ein Gewitterband über Brandenburg hinweg. Diese etwa 80 Jahre alte Eiche hat das jüngste Unwetter nicht überlebt. Gegen 9.30 Uhr spaltete ein Blitz das harte Holz. Der Baum drohte auf die Straße bei Jünsdorf im Kreis Teltow-Fläming zu stürzen. Feuerwehrleute fällten den Baum kontrolliert und zerlegten ihn. Eine aufwendige Angelegenheit. Jetzt zurzeit sind wir dabei, die Reste von der Straße zu entfernen und vom Radweg. Wir haben zurzeit 4 Kettensägen im Einsatz und sind mit 15 Leuten hier vor Ort. An der Autobahn 111 bei Oranienburg liegen noch Sandhaufen von einem Einsatz am Sonnabendnachmittag. Heftiger Regen hatte die Böschung an dieser Stelle aufgeweicht. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt, weil sich ein Wassersandgemisch auf die Fahrbahn ergossen hatte. Sogar Schneepflüge musste die Autobahnmeisterei einsetzen, um die Strecke zu räumen. Auch am nahen Rasthof Stolperheide hieß es gestern noch Land unter. Wasser mischte sich hier mit Benzinresten und musste speziell entsorgt werden. Hier Fotos von den Einsatzkräften. Heute erinnern nur noch einige gesperrte Zapfsäulen an die gestrigen Ereignisse. In vielen weiteren Orten, vor allem rund um Berlin, hinterließen die erneuten Wassermassen Schäden und Spuren. Nicht nur die Ausmaße des Dorfteichs von Glienicke Nordbahn im Kreis Oberhavel sind eher ungewöhnlich. Örtlich bis zu 180 Liter Regen pro Quadratmeter waren hier binnen weniger Stunden gefallen. In vielen Fällen zu viel für die Kanalisation. Das Wasser sprudelte in Tiefgaragen und Parkhäuser. Wir haben das jetzt das zweite Mal in 14 Tagen. Diesmal hatten wir Glück, es waren 20 cm weniger Wasser als beim letzten Mal. Während die Bewohner mit den Wassermassen kämpften, kamen andere gar nicht erst zu Hause an. Am Flughafen Schönefeld verzögerten gestern Unwetter die Abfertigung. Am Ende des Tages durften deshalb 6 Flugzeuge nicht mehr landen. Die betroffenen Maschinen mussten nach Hannover und Rostock ausweichen. Starkregenereignisse wie am Wochenende sind offenbar fester Bestandteil des Sommers 2017. Und auch in der nächsten Woche soll sich das wechselhafte Wetter fortsetzen. Nicht wegkommen, nicht ankommen. Im Auto dann aber mit allen im Stau oder lieber doch im Zug sitzen und an der Ostsee aussteigen? Keine Frage, was einem da lieber wäre. Wenn die Deutsche Bahn sich als echte Alternative für Urlaube erweisen würde. Doch bei so viel wäre, würde, könnte, ist schon klar. Schöner Reisen im Zug gehört noch nicht zur Realität, wie Carsten Zumack jetzt beobachten konnte. Auch nicht im Sommer 2017. Ab in den Urlaub. Der verspricht ja vielleicht sogar besseres Wetter. Auf jeden Fall aber Strand und Entspannung, nur 2,5 Stunden entfernt. Vom Bahnhof Oranienburg starten heute Urlauber mit Regionalzug unter anderem Richtung Ostsee. Dabei hat manch Bahnreisender im Zug schon kleine Katastrophen erlebt. Da waren schon Züge ausgefallen, da wurden 3 ICs in einen gestopft und eng und keiner konnte, die Fahrbegleiterin saß auf dem Tisch, weil sie wieder hin und her konnte, also es war schon nicht schön. Da hat man durchaus gut Stehplätze und wenn man überhaupt reinkommt, glaube ich. Wochenende bei schönem Wetter nach Norden raus, ist bestimmt ganz schön voll, jetzt in der Ferienzeit, kann mir gut vorstellen. Und es ist auch immer nur begrenzt Fahrradplätze, ne? Mit Mühe schafft es diese Gruppe mit den Fahrrädern gerade noch rein in den Regionalexpress 5 Richtung Rostock und Ostsee. Diese Verbindung in den Norden ist derzeit besonders gefragt. Zuschauervideos belegen, in den vergangenen Tagen waren die Züge hier sehr voll. Fahrgäste saßen auf den Treppen. Ähnlich Richtung Spreewald und Cottbus, auch im RE2, einem Zug der ODEC.
Dichtes Gedränge zum Ferienstart. In vollen Zügen genießen heißt das unfreiwillige Motto. Dabei werden die Eisenbahngesellschaften in Brandenburg und Berlin gewissermaßen vom eigenen Erfolg überrollt. Die Fahrgastzahl im Regionalverkehr hat sich seit dem Jahr 2000 von 42,6 auf gut 81 Millionen fast verdoppelt. Das Problem, das Angebot an Waggons kann nicht Schritt halten. Zur aktuellen Situation am ersten Ferienwochenende wollten sich weder Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg noch Deutsche Bahn äußern. Trotz der mitunter misslichen Situation ziehen manche Urlauber den überfüllten Zug der überfüllten Autobahn vor. Weil es am bequemsten eigentlich ist, wenn die Bahn gut fährt. Ist entspannt, man steht nicht im Stau. Und bei diesem Regenwetter waren heute sogar noch ein paar Plätze frei Richtung Ostsee. Nicht unbedingt Alltag. Das wird doch mal geholfen. Jens Wiesecke vom Fahrgastverband ist jetzt bei mir im Studio. Schön, dass Sie Zeit hatten. Herr Wiesecke, ist der Fortschritt nun eine Schnecke bei der Deutschen Bahn? Oder warum reden wir jedes Jahr immer über die gleichen Probleme? Na, bei der Bahn insgesamt wird zu wenig investiert. Wir haben hier nur Regionalverkehr in der Region. Und wenn jetzt hier das Beispiel Berlin-Rostock, darum geht es ja im Kern, dargestellt wird, da fahren ja faktisch nur Regionalzüge. Und die sind denkbar ungeeignet für Urlaubsverkehr. Gab es irgendwann mal schönere Zeiten für Bahnreisende, die in den Urlaub wollten? Es gab in den 90er Jahren, da werden sich viele noch daran erinnern, das Interregio-System. Das waren sozusagen seinerzeit moderne Züge, die auch auf diesen Relationen gefahren sind. Da konnte man noch mit Gepäck und Familie fahren. Die sind aber ein direktes Opfer der Bahnreform geworden. Das heißt, die Regionalisierung, so gut sie war, hat dazu geführt, dass wir zu wenig Fernverkehr haben in der Region. Brandenburg ist vom Fernverkehr faktisch abgehangen. Und warum schafft es nicht ein Regionalzug, uns quasi in den Fernverkehr hineinzubringen? Das Problem ist, dass dieser Regionalverkehr natürlich für den normalen Alltag gemacht. Also Pendler in der Region sollen die nutzen. Die sind ja schon an normalen, schönen Wochenenden im Frühling überlastet. Jetzt kommt noch der Urlauberverkehr dazu. Dann kann man sehen, was in Oranienburg und Fürstenberg los ist. Dafür sind sie schlicht und ergreifend nicht gemacht. Da überlagern sich sozusagen drei Verkehre gleichzeitig. Und das ist dann ein bisschen zu viel. Lassen Sie, geben Sie uns mal die Mobilitätsforscher, Herr Wiesecke. Also wann wird eine Lausitzer ganz entspannt durch Brandenburg rollen, um an die Ostsee zu kommen? Wir brauchen ein IC-Konzept, das auch für Brandenburg wirksam ist, das auf den Hauptrelationen mindestens im 2-Stunden-Takt einen guten IC-Verkehr hat. Das ist jetzt angedacht in der Relation Potsdam-Cottbus. Brauchen wir aber für alle großen Äste, zum Beispiel zwischen Oranienburg und der Ostsee, mit Halt in Oranienburg und dann in Neustrelitz, liegt ja an der Grenze, vielleicht in der Saison sogar in Fürstenberg. Aber wenn wir dieses Konzept nicht haben, dann wird es noch weiterhin sehr anstrengend sein, aus der Lausitz wegzukommen. Nun ist man ja auf der modernen Strecke unterwegs. Man weiß, die Menschen wollen weg vom Auto, wollen ökologischer auch unterwegs sein. Warum kommt da die Bahn, warum kommt die Politik da nicht hinterher? Der Bund hat bis jetzt noch keine Prioritäten erkannt, dass sie hier investieren muss. Letztens haben die Länder Brandenburg und Sachsen vorgeschlagen, die Strecke zwischen Cottbus und Görlitz zu elektrifizieren, haben Vorarbeiten machen wollen. Das ist vom Bund verboten worden. Es geht ja hier auch um Verkehr. Manche wollen ja gar nicht an die See, sondern wollen in die Berge, ins Riesengebirge und so weiter. Das wird schlicht und ergreifend verhindert, auch vom Bund, und torpediert. Hier muss eine grundsätzliche Änderung der Bundespolitik erfolgen. Da sollte die Landesregierung auch Druck machen. Und da kommt ja auch keiner zu uns rein. Also wenn man mal den Urlaubsverkehr andersrum betrachtet. Ne? Brandenburg ist ein schönes Urlaubsland, nur wo heißt es bei Reinhard Grewe, wer zur Ostsee will, muss durch Brandenburg. Aber er steigt ihm leider nicht aus, weil es ihm diese Verbindung nicht gibt. Das ist mehr als ärgerlich, auch für die riesigen Hoteliers. Brandenburg und der Bahnfernverkehr sind noch kein gutes Paar. Da gibt es so viele Leerstellen. Wer könnte da jetzt wirklich für Druck sorgen? Druck sorgen muss eine andere Bundesverkehrspolitik, die auch die Fläche wieder stärkt. Und zwar auch hier wieder ein System zwischen dem Regionalverkehr und dem Hochgeschwindigkeitsverkehr schafft. Es ist ja toll, dass man demnächst zwischen Berlin und München bloß noch knapp 4 Stunden braucht. Aber was hat der Mensch in der Lausitz davon, wenn er nur einen Bummelzug vor der Haustür hat? Hier muss endlich ein Bindeglied zwischen dem Hochgeschwindigkeitsverkehr der Metropolenregion und der Fläche geschaffen werden. Werden wir beide das noch erleben? Das denke ich schon. Aber ich befürchte aber schon, dass wir dann das Rentenalter schon sehen. Gut, danke schön, Jens Wiesecke vom Fahrgastverband. Danke schön für Ihr Kommen. Gerne. Und wir schauen, was noch so los ist im Land. Das zeigen jetzt unsere Kurzberichte. Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger kommen jetzt vielerorts am Bundestagswahlkampf nicht mehr vorbei. Seit heute dürfen Parteien Wahlwerbung plakatieren. In Potsdam gehörten die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Annalena Baerbock zu den Ersten. In Brandenburg dürfen die Plakate bereits 2 Monate vor der Bundestagswahl hängen, 2 Wochen früher als zum Beispiel in Berlin.
Auch die FDP ist heute in die heiße Phase des Wahlkampfs gestartet. Sie hat in der Nähe des Potsdamer Rathauses eine Wahlkampfzentrale eröffnet und die Kampagne ihrer Spitzenkandidatin Linda Teuteberg vorgestellt. Spätestens eine Woche nach der Wahl müssen die Parteien alle Plakate wieder entfernt haben. Autofahrer in Potsdam müssen sich in den nächsten Wochen auf zahlreiche Sommerbaustellen gefasst machen. Das sind die wichtigsten. Die Nedlitzer Straße, also die Bundesstraße 2 von und nach Berlin-Spandau, wird ab morgen im Norden der Stadt voll gesperrt. Bis zum 1. September gibt es eine Umleitung über die Amundsenstraße. Der Grund? Es werden Straßenbahngleise verlegt. Gebaut wird auch rund um den Potsdamer Hauptbahnhof. Die lange Brücke ist bis zum 1. September stadtauswärts halbseitig gesperrt. Die Friedrich-List-Straße wird zur Einbahnstraße Richtung Potsdam-Babelsberg. Das feuchte und kühle Wetter lässt die Pilze in Brandenburgs Wäldern sprießen. Für Juli sei ein außerordentlich gutes Pilzwachstum zu verzeichnen, teilte der Landesverband der Pilzsachverständigen mit. Besonders zahlreich sind Pfifferlinge, Sommersteinpilze und Maronen. Wenn die Temperaturen wieder über 25 Grad steigen, lässt das Pilzwachstum wieder nach. Und jetzt geht's wieder um die Politik. Für die AfD soll der neue starke Mann im Bundestag ein 76-jähriger Brandenburger werden. Spitzenkandidat Alexander Gauland. Mit ihm beginnen wir unsere Serie von Sommerinterviews bei Brandenburg aktuell. Hanno Christ im Gespräch mit dem einflussreichen Strippenzieher zwei Monate vor der Wahl. Unterwegs in den Landtag zu einem Mann, der Deutschland polarisiert, wie nur wenige andere Politiker. Gerade ist das wieder deutlich zu sehen. Alexander Gauland hat seine politischen Gegner zu einem Plakat inspiriert. Zu Bund statt Grauland. Dass das eine Diffamierung ist, wissen Sie so gut wie ich. Aber dass ich jetzt sozusagen im Karree springe, da haben sich die, die so einen Quatsch machen, wirklich geschnitten. Doch wie weit rechts stehen die AfD und ihr Spitzenmann? Immerhin schirmt Gauland den thüringischen Landeschef Björn Höcke ab, trotz dessen wiederholt rechtsextremer Äußerungen. Warum decken Sie jemanden, der eine andere Deutung des Dritten Reiches von Adolf Hitler fordert oder ins Gespräch bringt und auch schon mal rassisch die Einwanderungspolitik angegriffen hat? Also, ich habe mich nicht für die Rede von Björn Höcke eingesetzt. Ich bin aber der Meinung, auch besonders, wenn man einen Fehler zugibt, und das hat er vor mir auf dem Arnstadter Parteitag der AfD in Thüringen getan, indem er gesagt, ja, ich habe ein wichtiges Thema vergeigt, ich entschuldige mich dafür, das muss gut sein. Aber ist das möglicherweise nicht einfach nur Taktik, etwas zu sagen, es später wieder zurückzunehmen, aber es steht nun mal im Raum, es wurde gesagt? Dafür wird die AfD ja oft kritisiert. Mehr, dann muss ich jeden gleich ausschließen. Wenn ich jede Eingeständnis eines Fehlers nur als Taktik abwerte, kann ich mit keinem Menschen mehr reden, das verdirbt die Beziehung. Was ich abgelehnt habe und weiterhin ablehne, ist ein Ausschlussverfahren, das zu dauernden Kämpfen natürlich in den Landesverbänden führt. Die AfD steckt mitten in einem Führungsstreit der Parteivorsitzenden. Eine Debatte zur Unzeit, findet Gauland. In Umfragen hat die AfD zuletzt verloren. Dabei sei die AfD wichtig für die politische Auseinandersetzung, glaubt Gauland. Und ich glaube, nur die AfD schafft es, wieder echte politische Diskussionen in diesem Lande zu haben. Und die gibt es nicht mehr. Ich habe eher den Eindruck, dass Parteien wie die CDU jetzt in den letzten Monaten, auch im letzten Jahr, weiter nach rechts gerückt sind, die Asylpolitik gestrafft haben, konsequenter in der Flüchtlingspolitik geworden sind. Geht Ihnen da vielleicht auch ein Stück weit was abhanden, was vorher Ihr Thema alleine war? Dass wir die CDU, weil sie Angst hat vor unseren Wahlerfolgen, ein Stück weit zur Vernunft gedrängt haben, ist richtig. Es ist richtig, dass es der Kanzlerin gelungen ist, die Bilder aus dem Fernsehen zu vertreiben. Und das ist ja für die Leute besonders wichtig. Aber die Probleme kommen in der Gesellschaft ja jetzt erst an. Und ich glaube, dass wir im Wahlkampf durchaus noch thematische Zuspitzungen, ich drücke mich ganz vorsichtig aus, erleben werden. Also neue Provokationen? Da braucht man gar keine Provokation. Ortswechsel, raus in die Hitze, in Gaulands Stammlokal, ein Edelitaliener am Potsdamer Tiefensee. In Brandenburg wird der 76-Jährige nur wenige Wahlkampftermine haben. Dafür ist er bundesweit zu gefragt.
Sie treten jetzt als Kandidat in Frankfurt-Oder an. Wie viel Bezug haben Sie denn zu dieser Stadt und dem Wahlkreis eigentlich? Ich bin in Frankfurt-Oder angetreten, weil da, wo ich eigentlich antreten wollte, in der Prignitz, wozu ich einen inneren Bezug durch die Herausgeberschaft in der Matz habe, ein lokaler Kandidat auf jeden Fall antreten wollte und ich der Partei eine Auseinandersetzung ersparen wollte, bei der ich dann zwar gewonnen hätte, aber blutige Verluste auf dem Schlachtfeld zurückgelassen hätte. Und das wollte ich nicht. Dass mein lokaler Bezug zu Frankfurt-Oder nicht sehr stark ist, ist überall bekannt und es hat keinen Zweck, den vorzuspielen. Nach dem Wahlerfolg der AfD 2014 in Brandenburg, da hatten Sie am Wahlabend von einem der glücklichsten Tage in Ihrem Leben gesprochen. Das hat mir meine Tochter schwer vorgehalten, weil sie gesagt hat, das kann doch nicht sein. Du musst doch einen der glücklichsten Tage nennen, als ich auf die Welt kam. Da habe ich gesagt, hast recht, Doro. Kommt möglicherweise mit dem 24. September wieder so ein glücklichster Tag in Ihrem Leben? Wenn ich das schaffen würde, zusammen mit Frau Weidel und der Partei, dass wir in den Bundestag kommen, dann ist das sozusagen wie eine Fußnote in den Geschichtsbüchern. Und darüber würde ich mich persönlich sehr freuen. Und dafür arbeite ich, weil ich glaube, dass die AfD wichtig ist für das Funktionieren der Demokratie in Deutschland. Laut Umfragen hat die AfD gute Karten, in den Bundestag einzuziehen. Zum Schluss bitten wir den Kandidaten, uns eine Zufallsfrage zu beantworten. Welche Bundestagsentscheidung der letzten 4 Jahre würden Sie als erste rückgängig machen? Die Euro-Rettungspakete für Griechenland. Warum? Sowohl wirtschaftlich wie politisch ein Unsinn, wie rechtsstaatlich eine Katastrophe. Also glaube ich, dass diese Entscheidung zurückzunehmen ist. Und dann wird man sehen, ob der Euro ohne Euro-Rettung anderer Länder wirklich funktioniert. Herr Gauland, vielen Dank fürs Gespräch. Und am nächsten Sonntag wird dann Annalena Baerbock, die Spitzenkandidatin der Brandenburger Bündnisgrünen, auf unsere Fragen antworten. Die Polizei, dein Freund und Follower, klingt ja irgendwie leicht befremdlich, ist aber heute schon täglich Brot für die Sicherheitsbehörden. Sie sind schließlich auch im Netz präsent und dort in den sozialen Netzwerken, um hier eigentlich was zu tun. Locker, flockig über ihren harten Alltag zu berichten? Wohl kaum. Worum geht's also? Fragt Marc Langebeck. Ich habe jetzt gerade eben bei Twitter einen Guten Morgen-Tweet abgesetzt. Lagebesprechung im Social-Media-Team. Der Beitrag kam richtig gut, ja, aber es gab wieder diese Diskussion rund um die Nationalitäten. Also das heißt, wir haben die natürlich nicht benannt. Dann ist ja heute noch der Tag der Sonnenbrille. Ja. Da bleibt Stefan noch mal dran, ne? Anja Riesmer fing vor 2 Jahren fast alleine an. Seit ein paar Wochen gibt es eine richtige Abteilung in der Pressestelle mit 4 Polizisten. Weitere Mitarbeiter werden gesucht, gerne auch Geisteswissenschaftler, die texten können. Ihre rund 55.000 Freunde und Follower informiert die Polizei über Einsätze, bittet sie um Mithilfe, teilt mit ihnen Kurioses oder trauert mit ihnen um die 2 getöteten Kollegen bei Ögeln. Das erreichte insgesamt 1,3 Millionen Nutzer. Ob Prävention oder Imagepflege, oft setzt die Polizei auf Humor. Aber wie witzig darf eine Behörde eigentlich sein, die wie keine andere für Recht und Ordnung steht? Wir wollen sowohl mit der Community ein bisschen auf Augenhöhe kommunizieren und natürlich auch ein bisschen nahbarer sein. Das heißt, dass wir eben durchaus auch Sinn für Humor haben, aber dennoch die Seriosität nicht aus dem Blick verlieren, weil wir sind eine Behörde und wir müssen natürlich auch sachlich und korrekt sein. Und demzufolge sind unsere Beiträge auch sehr gemischt und vielfältig. Wie schnell was daneben gehen kann, haben die Kölner Kollegen erlebt. Silvester twitterten sie von NAFRIS, die interne Abkürzung für nordafrikanische Intensivtäter. Gefragt war Brandenburgs Social-Media-Polizei kürzlich. Ein Piratenpolitiker höhnte über eine angeschossene Polizistin in München. Nutzer informierten die Polizei, die reagierte. Ein gutes Beispiel dafür, wie digitale Polizeipräsenz in sozialen Medien wirken kann, findet Thomas Rüdiger. Der Kriminologe der Polizeifachhochschule Oranienburg wünscht sich auch, dass noch mehr einzelne Polizisten in sozialen Medien sichtbar sind.
Beispiel ist das für uns Takt. Du hältst dich an die Regeln, weil du sie auch mal siehst. Wenn du das Gewaltmonopol nie sehen würdest, aber zufällig, würdest du dich auch nicht so an die Regeln halten. Ne? Das sehen wir halt alle, weil wir immer bereit sind, über eine rote Ampel zu gehen. Aber halt, wenn die Polizei da wäre, sagen wir uns, und dass wir so einen halbwegs sicheren Verkehrsraum haben, liegt einfach an dieser Wahrscheinlichkeit. Und das ist etwas, was ich gerne in den digitalen Raum übertragen hätte. Soweit ist es noch nicht, aber Anja Riesmer und ihr Team haben sich Themen vorgenommen wie Cybermobbing oder Fake News. Über Social Media zeigt die Polizei, was sie macht und dass sie macht. Dann schleichen wir jetzt mal übers Land. Gut, dass unser Landschleicherteam um Beate Thyron sich aufs Kartenlesen und nicht auf die elektronische Hilfe verlassen hat. Die hätte uns womöglich in die Wüste oder woanders hingeschickt, aber eben nicht nach Schönewalde, ins Elbe-Elsterland. Da liegt nämlich der kleine Ort bei Finsterwalde und Sonnewalde. Und Schönewalde hat 165 Einwohner. Dazu auch Sommergäste im Horst, Jungstörche, auf die hier alle stolz sind. Als ein Ei herausfiel, da wurde es beherzt im Dorf weitergewärmt, bis es dann reif war für Schlüpfen. Und vielleicht gibt es nun auch bald was zum Klappern. Na, das ist doch mal eine Begrüßung, eine Hochzeit in Schönewalde. Markus und Juliane kommen gerade vom Standesamt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Gerade frisch? Ja. Frisch vermählt? Ja. Wir stammen von hier, ja. Und im Moment in Leipzig, aber stammen aus der Gegend. Das ist mein Elternhaus. Wir sind dann auch zusammen zur Schule gegangen, in Finsterwalde. Genau, genau. Also eine Jugendliebe. Eine Jugendliebe, ja. Wir werden dieses Jahr 9 Jahre. Die wir zusammen sind. Ja. Wie schön. Wir sind jetzt Familie Neumann. Ja. Genau. Stimmt, haben die ja vorhin gerufen. Oma Neumann hat zu Hause schon einen Imbiss vorbereitet und wir überlassen das junge Glück mal seinen Gästen. Widmen uns den neugierigen Zuschauern. Michael. Sie heißen Merkel? Jawohl. Aber nicht verwandt? Nein, der Ex. Nee. Und? Sie stehen hier und gucken, weil Sie... Wegen der Hochzeit. Wegen der Hochzeit. Ich bin Frau Merkel. Ach, und Frau Merkel? Ja. Gut, Anna, da muss ich mir mal die Hand schütteln. Ja. Frau Merkel. Und wir hatten ja vorige Woche hier unser 23. Blasmusikfest. Da haben wir unsere Luise Müller geehrt. Die hatte 20-jähriges Bühnenjubiläum. Wir machen immer ein kleines Programm. Und die Luise ist von 20 Mal dabei gewesen. Die Schönewalder feiern also gern. Und es war just auch ein Dorffest, an dem Walter Mahl vor etlichen Jahren sein Motorradmuseum eröffnet hat. Das ist eine private Sammlung. Alle in der DDR handelsüblichen Motorräder und Mopeds und Spezialfahrzeuge. MZ, Simson, Pannonia aus Ungarn, Minsk aus Russland und so weiter. Alle. Und die fahren alle? Die sind alle Generale geholt. Herr Mahl ist seit frühester Jugend Motorsportler und einst sogar Rennen gefahren. Seitdem schraubt er auch gar zu gern an zwei Rädern herum. Seine Sammlung umfasst inzwischen über 80 Fahrzeuge aus 40 Jahren DDR. Das ist so meine Welt eben. Und je kniffliger, umso besser. Naja, nur passt natürlich nicht mehr rein. Und nun müssen Sie anbauen? Ich nicht mehr, aber aufhören kann ich trotzdem noch nicht. Wenn ich ein interessantes Fahrzeug wieder irgendwo sehe und der Preis stimmt, dass man da, dann kaufe ich es doch und mache es auch wieder. Derweil zieht die Hochzeitsgesellschaft, wie es die Tradition in Schönewalde will, fein in Reihe und Glied zur Kirche hin. Und alle bestaunen das junge Paar. Passiert ja nicht mehr allzu oft, sagen die Leute. Wir werden indes schon an der Feuerwehr erwartet. Darf ich vorstellen, wir sind hier die Koks AG. Damit ihr auch wisst, was Koks bedeutet, einmal kosten. Den Zucker bitte einwerfen und dann trinken. Wie oft Prost. Trainieren Sie so? Jeden Tag. Nein, Quatsch, nein, das stimmt nicht. Und jetzt kauen alle schön miteinander. Und nun zeigt uns die Koks AG, mit welcher Darbietung sie letzte Woche zum Dorffest Schönewalde gerockt haben. Übrigens vorn rechts Luise Müller, die mit dem 20-jährigen Bühnenjubiläum. Mit 4 Jahren hat sie tatsächlich mal angefangen. Dann endlich ist es auch vorm Herrgott vollbracht. Juliane und Markus sind ein Ehepaar.
Nach alter Sitte durchschreiten sie noch einmal schöne Walde. Und das Brautpaar muss zur Freude aller dabei Geld schmeißen. Je mehr, desto glücklicher wird die Ehe einmal sein. Frau Merkel übrigens entpuppt sich dabei als ziemlich geschickt. Frau Merkel mit voller Hände. Das habe ich alles für meine Enkelkinder gesammelt. Ach, wenn das in der Politik bloß auch so wäre. Schön, 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 schöne Walde. Ja, jetzt braucht man noch was zum Fliegen zur richtigen Zeit. Auf dem Flugplatz altes Lager sein. Das war heute die Aufgabe für unsere Wetterreporterin Tina Kramhöller von Antenne Brandenburg. Mal sehen, ob das Zeitfenster zwischen den Gewittern gereicht hat für den kleinen Ausflug. Richtige Sommerferienstimmung. Was hier gerade aussieht wie eine Zeltstadt, sind in Wahrheit Drachen. Denn hier findet die Deutsche Meisterschaft im Drachenfliegen statt. Und eine von 80 Teilnehmern ist Caroline Greiser. Und schon ganz aufgeregt, weil wir warten, dass endlich das Wetter richtig ist zum Starten. Ja, wir sind bisher noch nicht gestartet, weil der Wind zu stark ist. Und das macht, dass wir Turbulenzen am Start haben und das ist einfach nicht sicher. Wir müssen auch sicher wieder runterkommen. Bis zum Freitag läuft die Deutsche Meisterschaft und wir hoffen, dass es mit dem Wetter ein bisschen stabiler wird. Wir gucken es uns mal an. Nachts ist es trocken, oft klarer Himmel bei 15 bis 11 Grad. Morgen Vormittag dann Flugwetter. Sonne-Wolken-Mix bei 26 Grad maximal, Gewitter erst zum Abend. Einer, der jetzt sozusagen als Wetterspäher, darf ich es jetzt mal nennen, mal vorausfliegt und guckt, ob das gleich was wird, ist Lukas. Was für ein Wetter brauchen wir denn jetzt, damit ihr starten könnt? Also beim Wettbewerb geht es ja um Streckenfliegen. Das heißt, man muss einen Aufwind finden und dazu braucht man halt Thermik, so nennen wir das. Das ist eine warme Luftmasse, die im Prinzip am Boden sich ablöst und aufdreht. Und die Aufgabe für heute, wenn wir dann nachher Wettbewerb fliegen, das ist zum Schwielochsee zu fliegen. Okay, also ich drücke die Daumen, dass das klappt. Ich würde so gerne mitkommen, ich darf aber nicht. Es ist hier ein Einzelflug. Wir gucken uns das jetzt an. Wir haben die Kamera mit dabei. Viel Spaß. Alles klar, danke schön. Der motorlose Drache wird von einem Ultraleichtflugzeug nach oben gezogen. Auf 600 Metern hat sich Lukas vom Schleppseil getrennt und fliegt vogelleicht durch die Lüfte. Und einer neuen Achterbahn-Sommerwoche entgegen. Denn Sonne, Wolken und kräftiger Regen wechseln sich auch in den nächsten Tagen ab. Dazu wird die Luft deutlich kühler, die Werte liegen teils unter 20 Grad. Lukas, du bist wieder gut runtergekommen, aber man sieht es an meinen Haaren, kein Haarspray bringt heute was. Was sagst du, wie hat es sich angefühlt oben? Die Sonne, die heizt jetzt den Boden auf, wovor wir vorhin gesprochen hatten. Thermik? Macht Thermik und diese Thermik bringt jetzt diese starken Böen, die man speziell hier unten jetzt spürt. Ja, und es ist momentan, dass die Wettbewerbskomitees sind jetzt am Entscheiden, ob das für alle tauglich ist oder ob wir uns dann auf die nächsten Tage vertagen müssen. Darf man euch hier besuchen? Ja, selbstverständlich. Vielleicht kommen Sie mal hier vorbei. Ansonsten morgen früh Antenne Brandenburg einschalten. Die besten Ausflugsferientipps, auch bei Regenwetter, gibt es bei uns ab 5. Danke, Tina. Später haben Sie übrigens den Wettbewerb dann doch noch unterbrechen müssen. War zu gefährlich. Morgen soll es dann aber weitergehen. So, und hier noch ein Wochenendfoto mit ziemlich dramatischem Himmel. Das ist so die Blickrichtung Dreieck Pankow. Geschickt hat es Danny Woiwod, als er unterwegs war zwischen zwei Autobahnen, der A11 und dem Berliner Ring. Wir sagen herzlichen Dank. Soweit aus Brandenburg. Ab 21.45 Uhr wieder mehr aus dem Land bei RBB aktuell. Und natürlich gibt es dann auch das ausführliche Urlaubswetter für die nächste Woche. Hier folgt die Tagesschau, dann gibt es die Quizshow. Gefragt, gejagt, haben Sie noch einen schönen, entspannten Abend. Und wenn Sie wollen, bis morgen. Ein rollendes Museum von 150 Oldtimern bewegt sich durch Westsachsen. August Horch Klassik, größte Oldtimer-Rallye Deutschlands, startet in Zwickau. Protest gegen Justizreform, politische Neuausrichtung in Polen bedroht auch die Zusammenarbeit im Grenzgebiet. Sachsen-Derby im Saisonauftakt der dritten Liga mit Chemnitzer FC gegen FSV Zwickau. Der MDR Sachsenspiegel, heute mit Anja Köbel. Guten Abend und wir starten in diese Sendung gleich mit wahren Schönheiten, denn heute fand zum 7. Mal die Horch-Klassik statt. Diese Rundfahrt ist so außergewöhnlich, weil so viele alte restaurierte Fahrzeuge ganz im Zeichen der sächsischen Automobiltradition vereint sind. Also Horch, DKW, Wanderer oder Audis der 20er und 30er Jahre. Und auch in Sachen Wetter gab es in all den Jahren eine große Vielfalt. Sengende Hitze, Regen oder noch mehr Regen, so wie heute.
Gegen das Wasser hilft nur gute Laune. Augen zu und durch. Kurz vorm Start der Horch-Klassik in Zwickau schüttet es wie aus Kübeln. Zum Glück sind selbst die ältesten Oldtimer wetterfest. Nur die Garderobe der Damen, die braucht einen Extraschutz. Wir wollten eigentlich gern heute offen fahren. Ja, wir haben uns extra dazu angezogen. Leider. Aber wir hoffen, das Wetter wird noch schöner. Die Jans aus Hamburg haben die Hoffnung fast begraben. Offen sind sie angereist, aber nun muss das Horch Cabriolet unter die Stoffhaube. Doch im Norden kennt man sich ja aus mit Schiedwetter. Ja, und das ist ja auch nur feuchte Luft. Bei uns ist nur Regen, wenn die Heringe auf Augenhöhe schwimmen. Ganz so schlimm kommt es dann doch nicht. Zum Start der Rundfahrt lässt der Regen etwas nach. 150 automobile Schmuckstücke sind in diesem Jahr dabei. Darunter 75 Vorkriegsfahrzeuge. Die Horch-Klassik bietet Außergewöhnliches. Den Audi Imperator zum Beispiel. Von diesem Modell, Baujahr 1929, gibt es weltweit nur noch ein Exemplar. Genau dieses. Es war damals ein Auto der absoluten Luxusklasse. Mit 5 Liter Hubraum und 100 PS. Das war ja eine Schallgrenze, 100 PS zu haben. Das Auto ist ja aus der Werkssammlung von Audi. Und hat natürlich einen sehr hohen ideellen Wert für uns. Heißt übersetzt unbezahlbar. August Horch würde wohl staunen, wie viele seiner Entwicklungen heute noch auf den Straßen zu sehen sind, meint die Enkelin des genialen Konstrukteurs. Er war ja nicht sehr groß. Ich glaube, der wird einen Meter wachsen. Vor Stolz. Vor Stolz, ja. Übrigens, durchgehalten haben sie fast alle, trotz der widrigen Bedingungen. Genauso wie die Zuschauer entlang der Strecke. Die Horch-Klassik lockt eben auch bei Regenwetter. So, und jetzt steigen wir um vom Klassiker aufs Fahrrad. Und dazu müssen wir eine etwas weitere Strecke zurücklegen als die gut 150 Kilometer der Horch-Klassik. Es geht nämlich nach Indien, in die Stadt Bhopal. Dort nämlich hat das Leipziger Unternehmen Nextbike in die Zukunft investiert. Dem Fahrradverleiher wurde der rote Teppich ausgerollt in Form eines eigens gebauten Radwegenetzes. Alles andere als modern wirkt die Millionenstadt Bhopal auf den ersten Blick. Vor allem auf den Straßen geht es chaotisch zu. Umso gespannter ist die junge Hina auf den neuesten Schrei im Stadtverkehr. Als eine der ersten leiht sie sich über einen Zahlencode eines der 500 mit modernster Elektronik ausgestatteten Fahrräder aus. Es ist eine total fantastische Idee. Damit schonen wir unsere Umwelt und tun außerdem was für unsere körperliche Fitness. Die 50 Leihstationen wurden vor wenigen Tagen feierlich eröffnet. Seitdem haben über 2000 Bewohner mitgemacht bei Indiens erstem automatisiertem Bikesharing. Die Stadt Bhopal hatte weltweit nach einem Konzept gesucht und war schließlich bei Nextbike gelandet. Die anderen Bikesharing-Konzepte waren meistens staatlich. Wir wollten aber mit einer Firma zusammenarbeiten, die darauf spezialisiert ist, das Konzept in andere Länder zu verkaufen. Von hier kommen die Fahrräder, zumindest die Bestandteile, die dann in Indien montiert wurden. Die Leipziger Firma Nextbike hat ihr Fahrradverleihsystem inzwischen in über 20 Länder verkauft und für Indien ganz besonders große Pläne. Wir glauben halt, dass von den 1,2 Milliarden Indern, wo immer mehr Menschen auch in die Städte ziehen, dass der Bedarf da enorm ist. Also aus meiner Erfahrung in Indien, ich war das erste Mal 2007 dort, damals war die Luftverschmutzung, die war schon so enorm und auch der tägliche Stau. Und das haben mittlerweile auch sehr, sehr viele Inder erkannt. China will künftig nur noch mit einem Nextbike zur Arbeit fahren. Viele ihrer Freunde hat sie bereits geworben. Kein Wunder bei den günstigen Tarifen. Umgerechnet 13 Euro kostet die Nutzung für ein ganzes Jahr. Ja, von den Sachsen, die sich in Indien einen Namen machen, nun zu der Religion, die in Indien entstanden ist und in Sachsen immer mehr Anhänger findet, der Buddhismus. Das kleine Taucher ist auf dem besten Weg, eines der buddhistischen Zentren in Sachsen zu werden. Zum 5. Mal findet in der Kleinstadt nördlich von Leipzig ein buddhistischer Kongress statt. Und angereist sind 300 Buddhisten aus aller Welt und in jedem Alter. Schon Jahi muss mit 1,5 Jahren seine Schüchchen ausziehen. Dabei kann er noch gar nicht lange laufen. Seine Eltern wollen hier beim Kongress der Buddhisten etwas lernen. Wie man halt quasi miteinander umgeht, auf spirituelle Art und Weise. Wie man halt auch quasi Nächstenliebe praktiziert.
und wie man dann halt eben quasi auch Frieden mit sich selbst findet. Eine Woche Leben und Essen in dieser Mehrzweckhalle. Im Mittelpunkt steht das Gebet. Der heutige Vortrag des Meisters handelt von der Sterbebegleitung. Organisiert wurde alles vom Leiter des buddhistischen Zentrums in Taucha. Viele Familien mit Kindern, die kommen aus anderen Land, finden sie hier wie ein Urlaubort, dass sie auch schon die Kinder etwas spielen und die Eltern so bei dem Seminar. Und da wichtig sind die Taucher sehr, sehr freundlich mit uns. 1988 kam er von Vietnam nach Leipzig und arbeitete im Fleischkombinat. Er selbst hat erst vor 20 Jahren zum Buddhismus gefunden. Nun versammelt er Buddhisten aus aller Welt in Taucher. Es ist sehr schön, wir haben viele Freunde hier. Wir spielen Fußball und beten. Und es macht auch unsere Eltern glücklich. It makes our parents happy. Quan Phin Dao hat noch größere Pläne. Ein 400 Quadratmeter großer Tempel soll in Taucha entstehen. In Vietnam wurde von Buddhisten Geld dafür gesammelt. Also von dort in Vietnam haben die mir gesagt, die sind so ein paar Millionen, so für diesen Tempel gemacht. 400 Kubikmeter Holz sind dafür gerade per Schiff aus Vietnam nach Leipzig unterwegs. Wenn sie im Oktober ankommen, wird Taucha noch ein Stück mehr zum buddhistischen Zentrum. Ja, und wie immer am Sonntag beschäftigen wir uns auch heute mit wichtigen Themen unserer Nachbarländer. Diesmal geht unser Blick ausschließlich nach Polen. Das Land ist momentan in einem schwierigen Zustand, gespalten wie selten zuvor. Der Grund ist die geplante Justizreform der Regierungspartei PiS. Angeblich ginge es darum, die Gerichte effizienter zu gestalten, denn die Richter hätten zu viel Spielraum bei den Verfahren und Urteilssprüchen. Die Opposition dagegen spricht von einer Aushöhlung der Gewaltenteilung. Seit Tagen gehen tausende Polen im ganzen Land auf die Straße. So protestieren sie schon seit Tagen, lautstark und mit der Parole Hańba, auf Deutsch Schande. Die Demonstranten fürchten den Zerfall der Demokratie in Polen. Grund der landesweiten Proteste, die Justizreform. Wir kehren zurück in die Zeiten des Kommunismus, als es Redeverbote gab. Als Richter so entscheiden wollten, wie es die Machthaber wollten. Die Justizreform besteht aus drei neuen Gesetzen. Eines soll etwa die Richter des obersten Gerichts entlassen, ein anderes eine sogenannte Disziplinierungskammer für Richter einführen. Jetzt hängt alles ab von Präsident Andrzej Duda. Erst mit seiner Unterschrift treten die Gesetze in Kraft. Nicht nur in Polen selbst steigt nun der Druck auf den Staatschef. In Brüssel prüft man nun Sanktionsmöglichkeiten. Durch die neuen Gesetze würden Richter von der Gunst der Regierung abhängig sein, vom Moment ihrer Berufung bis zu ihrer Pension. Wir werden nun für kommende Woche ein drittes EU-Vertragsverletzungsverfahren vorbereiten. Über das gesamte Wochenende hat es weiterhin Mahnwachen gegeben, auch in Breslau auf dem Marktplatz. Hier hatten Demonstranten bereits in der Nacht zu Samstag die Abstimmung im polnischen Senat verfolgt, nach dem Sejm die zweite Parlamentskammer. Wie erwartet wurden hier die Gesetze durchgewunken, dank einer Mehrheit der PiS-Partei. Die will nun den tiefen Riss in der Gesellschaft kitten. Wenn die Emotionen etwas nachgelassen haben, werden wir alle Polinnen und Polen davon überzeugen, dass die Veränderungen gut sind. Wir werden die Gesetzesänderung umsetzen und dann zeigt sich allen, dass es gut ist. Gut für das Justizsystem. Gut für das Justizsystem? Vielleicht. Aber für viele Demonstranten kein gutes Argument. Ohnehin glaubt hier kaum noch jemand an die versöhnlichen Töne der PiS. Schließlich hörte man Vergleichbares auch, als die Regierungspartei Ende 2016 das Verfassungsgericht entmachtet hat. Es wird alles noch schlimmer werden. Als nächstes werden sie das Wahlrecht verändern. Aber eigentlich ist das gar nicht mehr nötig. Die Verfassung wurde eh schon vor 2 Jahren gebrochen und das Verfassungsgericht existiert nicht mehr. Präsident Duda hat noch 20 Tage Zeit, das Gesetzespaket zu unterzeichnen. Eine aktuelle Umfrage zeigt, 55% der Polen wünschen sich sein Veto. Ja, die politische Neuausrichtung in Polen hat zum Beispiel auch Konsequenzen für gemeinsame Projekte von Görlitz und Skorzelec. So hat die polnische Polizei die gemeinsamen Streifengänge entlang der Neiße eingestellt, angeblich wegen Personalmangels. Und auch die Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Feuerwehr wurde inzwischen beendet.
Ausführliches zur Situation im Oberlausitzer Grenzgebiet lesen Sie auf mdrsachsen.de. Und nun weitere Nachrichten im Überblick. Industriebrache in Flammen. In Flöha ist ein Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Baumwollspinnerei niedergebrannt. Rund 30 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz. Brandursache und Schadenssumme sind noch nicht bekannt. Die Polizei geht allerdings von Brandstiftung aus. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Linda W. offenbar Mutter. Die im Irak festgenommene Linda W. aus Pulsnitz hat im Gefängnis ein Kind an ihrer Seite. Es sei davon auszugehen, dass sie die Mutter ist, berichtet die englische Sunday Times unter Berufung auf irakische Soldaten. Die 16-Jährige habe zudem eine Waffe getragen und soll an Kampfeinsätzen beteiligt gewesen sein. Die Zeitung geht davon aus, dass Linda W. nach Deutschland zurückgebracht werden könnte. Leipziger Triathlon. Am Kulkwitzer See wurde heute geschwommen, Rad gefahren und gelaufen. Insgesamt nahmen rund 1000 Sportler an der 34. Auflage teil. Die Rad- und Laufstrecke führte durch die Markranstädter Ortsteile Görens und Albersdorf. Der Leipziger Triathlon ist eine der größten Veranstaltungen seiner Art in Deutschland. Hortensien sind der Superstar in den deutschen Gärten. Sie gelten als romantische und besonders farbenprächtige Blumen. Und sie können sogar ihre Farbe ändern, je nach Beschaffenheit des Bodens. Im Landschloss Zuschendorf in Pirna können Sie derzeit in ein wahres Blütenmeer aus Hortensien eintauchen. Und entdecken können Sie dabei auch ganz besondere sächsische Kreationen. Matthias Riedel kennt sie alle. 500 Hortensiensorten gedeihen unter seiner Aufsicht. Mehr als 100 davon sind nun im Landschloss Pirna-Zuschendorf zu sehen. Darunter auch sächsische Züchtungen, mit denen Friedrich Mattes aus Ottendorf-Okrilla einst für Aufsehen sorgte. Das war vor knapp einem Jahrhundert in den sogenannten goldenen 20ern. Diese Sorten waren spektakulär für diese Zeit. Er hatte besonders feste Stiele, straffer Wuchs, so nannte man das immer. Die waren also richtig robust, die Pflanzen. Und er hatte besonders schön blaufärbende Sorten. Bis heute sind sächsische Züchtungen unübertroffen. Ist die Hortensie einst aus Asien und Amerika nach Europa gekommen, so sind sächsische Sorten genau dort nun der ganz große Hit. Die beliebteste Sorte in Amerika ist die Schloss Wackerbart. Die meist in der Welt angebaute Sorte ist die Schneeball, die auch aus Sachsen kommt. Also die Sachsen sind nach wie vor dort absolut führend. Je nachdem, wie sauer der Boden ist, können sich Hortensien rot oder blau verfärben. Auch das macht diese Blumen so beliebt. Ich bin das zweite Mal hier. Das ist so wunderschön. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Sehr schön, sehr schön. Ist aber immer sehr schön, immer dekorativ, ne? Mit der japanischen Teehortensie hat Matthias Riedel eine ganz besondere Sorte im Garten. Deren Blätter taugen sogar als Zuckerersatz. Doch die eigentliche Hortensienschau ist eher doch etwas fürs Auge. Noch bis zum 6. August erfreut die Ausstellung im Landschloss Pirna-Zuschendorf mit einem Blütenmeer nicht nur die Gartenfans. Eine neue deutsche Welle zieht übers Pop-Vaterland. Ihre Singer-Songwriter heißen Andreas Burani, Max Giesinger, Silbermond oder Mark Foster. Mit Hits wie Au revoir, Chöre oder Wir sind groß, entert der in der Nähe von Kaiserslautern geborene und in Berlin lebende Foster die Radiowellen, Livebühnen und die Herzen seiner meist unter 30-jährigen Fans. Für die und zum Kennenlernen für alle älteren Semester besuchten wir gestern Abend Mark Foster beim Parktheater Open Air im vogtländischen Plauen. Egal was kommt, es wird sowieso. Immer geht eine neue Tür auf. Mark Forster, Frontmann der neuen deutschen Pop-Innerlichkeit. Der Wahlberliner beim Open Air im Parktheater Plauen, lässig unterm Hightech-Chapiteau. Also ich würde schon sagen, dass ich ein positiver Typ bin, optimistischer Mensch. Es gibt nichts, was mich mit Au revoir schaffte Mark Forster den Durchbruch. Der Song entstand auf dem Jakobsweg. Da hatte er das Jurastudium geschmissen, die Musikerkarriere aber stagnierte. Das Lied gefiel Gott und der Welt.
Forster übers Pilgern. Ganz viele Steine, die im Bauch liegen, wandern hoch in den Kopf und verpuffen dann und sind weg. Und wenn man nach Hause kommt, dann sind viele Steine weg und man ist ein bisschen leichter. Und die Chöre singen für dich. Forsters Hits Warten durch Gefühle sind nah beim Schlager, aber eben besser getextet und arrangiert. Nicht synthetisch, sondern vernabelt im wirklichen Sein. Und die Chöre singen für dich. Straßengruf trifft Poesie. Die Lieder von dem sind halt auch so aufmunternd. Die Tochter hat gesagt, Mama, ich will hierher. Und ich habe aber gesagt, wir gehen nicht und habe die Karten heimlich gekauft. Relativ modern ist der Gesang, den er singt und dass es auch auf Deutsch ist. Läuft eigentlich schon die letzte Zeit nur noch im Auto hoch und runter. Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt zu Bauch nein. Ich habe auf jeden Fall immer ein Handy in der Tasche und immer wenn ich durch die Welt laufe, habe ich die Augen und Ohren offen und notiere mir in meiner Notizfunktion irgendein Bild oder einen Satz oder ein Wort, das ich cool finde. Und zwischen den beiden Markenzeichen, Basecap, Nerdbrille, Vollbart. Ja, den Bart habe ich tatsächlich seit dem Jakobsweg. Der Bart ist der Schmuck des Pilgers, ne? Den lässt man sich da wachsen. Brille habe ich immer gebraucht und eine Kappe habe ich auf, weil meine Haare immer grauer und dünner werden. Und dann habe ich morgens ein Problem weniger, wenn ich die aufsetze. Mark Forster ging den 5000 im Parktheater Plauen sofort ins Blut, in Lunge, Herz, Arme und über die Zunge. Coole Socke, Barde, Bude voll, bravo. Ja, wahrscheinlich findet sie auch, dass er eine coole Socke ist. Saskia Pohle aus Zwickau. Doch wir wollen Ihnen die junge Dame nicht wegen ihres Musikgeschmacks vorstellen, sondern aus einem anderen Grund. Saskia ist erst 9 und schon deutsche Meisterin im Schach. Und weil sie Deutschlands Beste ist, darf sie zur WM nach Brasilien. Um sich dafür die Reisekasse so ein bisschen auffüllen zu lassen, hatte ihr Schachverein eine Idee. Ein Spendensommerfest in Wilkau-Haslau, bei dem sich Saskia beim Simultanschach herausfordern ließ. Sie ist eigentlich ein ganz normales Mädchen. Saskia Pohle, 9 Jahre, aus Zwickau. Nur, dass sie oft und gern Schach spielt und das ein bisschen besser als alle anderen um sie herum. Angefangen hat das in der 1. Klasse. Für mich war es verwunderlich, weil weder mein Mann noch ich noch sonst wer in der Familie Schach spielt. Also wir haben es nicht in die Wiege gelegt. Wir haben nicht zu Hause gespielt, dass sie sich das hätte abgucken können. Sie hat es aus der Schule mit nach Hause gebracht, ist dann in den Verein eingetreten. Und sie hat eine Riesenfreude daran. Und das macht einen als Mutter glücklich. Auch wenn Mutti und Vati als Trainingspartner ausscheiden, der Erfolg kam trotzdem. Und das sogar sehr schnell. Schon nach einem Jahr Training ging es los. Kreismeister in ihrer Altersklasse, ein paar Monate später Bezirks, dann Landes- und nun Deutsche Meisterin 2017. Am Anfang konnte ich nicht so richtig glauben, als das feststand. Erst nach der Siegerehrung bin ich eigentlich richtig ausgeflippt. Der Deutsche Schachbund nominierte Saskia auch gleich für die Weltmeisterschaft im August in Brasilien. Da die Reise ja ziemlich teuer ist, brauchen wir halt ganz viele Spenden, damit ich wirklich nach Brasilien fliegen kann. Deshalb spielt Saskia in Wilkau-Haslau gleich gegen 5 Spieler auf einmal. Die sind zwischen 8 und 57 Jahre alt und auch alle im Schach keine Anfänger. Und während Saskia über Spielzüge nachdenkt, kann sich Mutter Nancy über jede Menge Spenden von Zuschauern und Mitspielern freuen. Ich finde das schön, dass so viele wirklich freiwillig spenden und dass nicht alle sagen, ach, wieso sollte ich? Es ist kein, wen interessiert den Schach schon? Auch wenn die Gegner der 9-Jährigen am Brett wirklich lange gekämpft und gut gespielt haben. Gewonnen hat die Partien am Ende immer nur eine, Saskia Pohle. Echt irre, ne? So jung und schon so gut. Wünschen wir Saskia viel Glück bei der WM. Entsprechend sportlich eingestimmt geht's genau so weiter bei uns, Annette. Der Saisonstart in der 3. Liga, der hat ja heute echt Spannendes zu bieten. Ja, genau, denn heute war Derby-Zeit in Chemnitz und damit schönen guten Abend. Ja, beim CFC war heute der FSV Zwickau zu Gast. Fast 10.500 wollten sich diesen Saisonauftakt nicht entgehen lassen. Ein großer Zuschauerandrang also. Und es sollte ein rassiges Spiel werden. Dafür haben beide Teams gesorgt. Die Gäste aus Zwickau und der Gastgeber aus Chemnitz. Kurz vor Spielbeginn wird der Rasen nochmal gewässert, damit der Ball auch gut laufen kann. Und es sind die Himmelblauen, die auf dem nassen Geläuf einen Blitzstart hinlegen. Doppelpass zwischen Florian Hansch und Dennis Grote. Und die erste Riesenchance für Stürmer Daniel Frahn nach nicht mal 2 Minuten. Und weitere 5 Minuten später, Daniel Frahn
erneut im Mittelpunkt. Denn da gelingt es ihm, das 1:0. Jubel über diesen ersten Punktspieltreffer der Saison und auch darüber, dass er in Co-Produktion mit Passgeber Markus Mlynarski und damit einem der insgesamt 10 CFC-Neuzugänge gelungen ist. Wir haben uns in der Vorbereitung wirklich sehr, sehr gut gefunden. Nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich passen die Jungs, die neu dazugekommen sind, alle sehr, sehr gut in die Truppe. Und man sieht es dann einfach auf dem Platz, dass dann doch in der kurzen Zeit schon sehr, sehr viele Sachen gut funktionieren. Die größte Zwickauer Gelegenheit hat in Halbzeit 1 ebenfalls ein erfahrener Spieler, Stürmer Ronny König, mit diesem Fallrückzieher. Doch der CFC mit Daniel Frahn bringt die Gästeabwehr in Halbzeit 1 immer wieder ins Schwimmen. Allein ein weiterer Treffer gelingt nicht. Und nach der Pause, da steht plötzlich der CFC-Keeper zunehmend unter Beschuss. Doch erst pariert Kevin Kunz diesen Schuss von Ronny Gabuszewski. Dann zirkelt der eingewechselte Fabian Eisele das Spielgerät knapp am Tor vorbei. Und kurz vor Schluss scheitert Ronny Gabuszewski erneut am aufmerksamen CFC-Torwart. Für Zwickau ein Spiel der verpassten Möglichkeiten. So viele Chancen, wie wir hatten, haben nur in eine Richtung gespielt. Und uns wollte halt einfach nicht das Tor gelingen. Für den CFC ein Saisonauftakt nach Maß. So habe ich mir das gewünscht. Das war ein hart umkämpftes Spiel. Auch das war wichtig, dass wir so eine starke Zwickauer Mannschaft eben auch bespielen konnten und das Quäntchen Glück eben auch auf unserer Seite hatten. Und FSV-Trainer Thorsten Ziegner so bedient, dass er alle Interviewwünsche ablehnt. Heute, da kam ein echter Leckerbissen ins Bruno-Plache-Stadion, die Queen's Park Rangers. Der englische Zweitligist, eine ordentliche Herausforderung für den Regionalligisten Lok Leipzig. Eine klare Rollenverteilung könnte man meinen, aber der Gastgeber in Weiß, der legt richtig los. Nach 11 Minuten dieser Freistoß und der Führungstreffer durch Neuzugang Ryan Malone. Ja, nur 8 Minuten später dann das 2:0, diesmal durch Paul Maurer. Nach der Pause, da erhöhten die Leipziger aber noch einmal, diesmal der Torschütze Mike Salewski. Am Ende, da gewann Lok Leipzig mit 3:2 gegen den Traditionsklub aus London. Die Olympischen Spiele, die sind für viele Sportler der absolute Traum. Ein kleiner Vorgeschmack darauf ist das Europäische Olympische Jugendfestival. Sportler zwischen 13 und 17 Jahren, die können sich dafür qualifizieren. Es findet alle 2 Jahre statt und seit gestern nun im ungarischen Tür. Und dorthin, da haben es auch 2 Dresdner geschafft. Auf beide, da setzt der deutsche Schwimmsport große Hoffnungen. Zweimal am Tag trainieren sie 90 Minuten. Die Bewegung im Wasser fasziniert sie. Luis Dramm, 15 Jahre alt, und Georg Schubert, 16. Zwei, die das harte Schwimmtraining genießen. Im Prinzip reizt mich einmal das Wasser. Man ist so für sich. Man kann im Prinzip auch über viele Dinge nachdenken. Es fasziniert mich, schnell zu schwimmen und bei Wettkämpfen eben auch das Beste zu geben. Dafür trainiert man auch ganz gerne mal etwas härter. Schwimmen, das ist alles etwas schöner. Also das ist halt so, ja, unbeschreiblich eigentlich. Wenn man mit dem Schönen, Unbeschreiblichen auch noch erfolgreich ist, macht es natürlich noch mehr Spaß. Georg und Luis starten bei den Europäischen Jugendspielen in Győr. Es ist der erste große Höhepunkt in ihrem Sportlerleben. Kurz davor feilen sie noch an Kleinigkeiten. In den letzten Tagen versucht man einfach jetzt noch etwas lockerer zu werden, damit man dann relativ locker und entspannt dort beim Wettkampf ist. Weil wenn die Muskeln festgehen, dann kann man halt nicht mehr so schnell schwimmen. Jetzt kann man noch kleine technische Dinge verbessern, sprich zum Beispiel Startsprünge, Wenden. Man kann an der Technik während des Schwimmens noch ein bisschen dran arbeiten. Luis hat eine ideale Schwimmfigur. Mit 15 ist er schon über 1,90 Meter groß. Georg ist kleiner, kompakter. Beide haben das Zeug, mindestens in die deutsche Spitze vorzustoßen. Also Luis ist auf jeden Fall eines der größten Talente, die wir, glaube ich, seit Krupa hier in Dresden hatten oder seit Dirk Richter, wenn wir noch weiter zurückgehen wollen. Georg hat auch sehr viel Talent, aber er muss auf jeden Fall im Training sich vieles härter erarbeiten. Natürlich treiben die beiden sich im Training an. Allerdings, ihre Zielvorgaben für Jör fallen sehr unterschiedlich aus. Ich gehe im Prinzip ganz ohne Erwartungen rein. Ich möchte natürlich persönliche Bestleistung erreichen. Da ist halt meine größte Chance auf 50 Meter freies Ziel. Und da ist halt ein Ziel, einen Podestplatz zu erringen.
Und ansonsten halt probieren, im Finale zu stehen und dort so schnell wie es geht zu schwimmen. Ab Montag beginnen die Wettkämpfe. Das Daumendrücken in der Heimat ist ihnen gewiss. Mit Sicherheit. So, wir bleiben noch einmal beim Thema Olympia. In Rio im vergangenen Jahr, da hat sich Anne-Kathrin Thiele ihren Traum erfüllt, und zwar mit Gold im Doppelvierer. Jetzt, also ein Jahr später, da setzt die 32-Jährige völlig neue Akzente. Sie wechselt nämlich vom Vierer in den Einer. Und dieser Bootsklassenwechsel, der stellt die Leipzigerin vor neue Herausforderungen. Der Einer von Anne-Kathrin Thiele war in der vergangenen Woche etwas schwerer als sonst. 18 Kilo statt 14, weil das Boot vollgepackt war mit Messtechnik. Testwoche für Deutschlands derzeit beste Einerruderin. Wir können damit die Bootsbeschleunigung testen. Wir können damit unsere Kraft, unseren Kraftverlauf sehen. Die Kraft, die ich ans Blatt bringe über den ganzen Schlag, um da dann individuell quasi auch uns zu verbessern. Anne-Kathrin Thiele hat nach ihrem Olympiasieg 2016 einen Schnitt gemacht. Statt Vierer nun Einer. Statt Eine unter vielen nun erst recht im Mittelpunkt. Ein grundlegender Wechsel im goldenen Ruderalter von 32 Jahren. Eine Herausforderung für Anne-Kathrin Thiele und ihre langjährige Trainerin Angelika Noack. Ich bin in einem Alter, wo ich das einfach probieren möchte. Wo ich auch einfach für mich hier zu Hause in Leipzig ein bisschen die Ruhe habe und nicht mehr dieses ganze Reisen nach Berlin zum Stützpunkt mit allen zusammen trainieren, mich quasi in der Gruppe wieder unterordnen. Das war so mein Ziel. Nun also allein im Boot. Wo liegt der Unterschied? Wenn man halt doch mal einen schlechteren Tag hat, nur 99% anstelle 100, da hast du die drei, die dich quasi mitmutieren. Und im Einer, wenn du halt einen Hänger hast, dann wird es ein bisschen schwieriger, dich da wieder rauszuziehen. Die Leipzigerin stellt sich der großen internationalen Konkurrenz 2017. EM Platz 3, dazu meistens gute Platzierungen bei den Weltcuprennen. Im Oktober sind die Weltmeisterschaften in den USA. Da rechnet sie sich einiges aus. Die Konkurrenz ist groß, es arbeitet jeder. Und ja, und wenn man halt bis ins Finale vorgedrungen ist, dann kann ja ein guter Tag reichen, um die Welt ein bisschen quasi zu erschrecken oder ich sag jetzt mal, um vielleicht auch aufs Podium zu fahren. Messdaten und Form geben also Anlass zu Optimismus für Deutschlands beste Frau im Rudereiner. Tja, das war's von uns an diesem Sonntag. Mit Susanne Langhans schauen wir jetzt noch auf den Wochenstart in Sachen Wetter. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.